In diesem Video seht ihr einen meiner absoluten Lieblingstassenkuchen, einen Bananen-Schokotassenkuchen. Er ist schön schokoladig, aber irgendwie auch ein bisschen fruchtig. Ihr braucht dazu als erstes 4 Esslöffel Mehl und natürlich eine möglichst große Tasse, damit nicht irgendwie was überläuft. Als nächstes kommen einfach 2 Esslöffel ganz normaler Kakao dazu und als nächstes 1 Esslöffel Zucker. Dann geben wir noch 3 Esslöffel Milch dazu. Ihr könnt, wie gesagt, vegane nehmen oder ganz normale Milch. Und dann kommen noch 3 Esslöffel Pflanzenöl dazu. Als nächstes geben wir ca. 1/4 Teelöffel Backpulver dazu und 2/3 zerkleinerte Banane. Ich zerkleinere die immer mit so einer Gabel. Ich matsch die immer so klein. Dann rühren wir das Ganze durch. Dazu könnt ihr eine Gabel, einen Löffel oder einen Mini-Schneebesen nehmen. Je nachdem, was ihr zu Hause habt oder was ihr bevorzugt. Und damit es noch ein bisschen mehr schokoladig wird, geben wir jetzt noch 10 Gramm so kleine Schokostückchen dazu. Da könnt ihr einfach Schokolade euch zerkleinern oder Schokostreusel nehmen, die ihr zu Hause habt, je nachdem. Und wie gesagt, auch wieder vegan oder normal, wie ihr wollt. Und das Ganze heben wir dann noch ein bisschen unter, damit es einen schönen, fluffigen Teig ergibt. Das kommt dann in die Mikrowelle bei 800 Watt für 3 Minuten. Ja, und das ist das fertige Ergebnis. Eigentlich super für einen gemütlichen Nachmittag zu Hause und schmeckt super lecker.